Liebe Zuschauerinnen, Museumspass-Museabonnentinnen, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist André Nuet, ich begrüße Sie herzlich im Namen des Vereins Museumspass-Musee zu unserer Online-Veranstaltung. Heute sind wir im Weißenhof-Museum in Stuttgart, um einen Rundgang durch das wunderschöne Haus Le Corbusier zu erleben. Ich begrüße auch das Team des Weißenhofs Museum. Besten Dank für Ihren virtuellen Empfang. Vielen Dank auch an alle Passinhaberinnen für ihre laufende Unterstützung und ihr Interesse an unseren Online-Events. Am 20. April gibt es noch um 17 Uhr ein Online-Event im Französischen im Ecomusée d'Alsace über die Ausstellung Le Judaïsme fait son entrée à l'Ecomusée d'Alsace. Ich werde später in der Fragerunde wieder zu Ihnen stoßen. Vergessen Sie nicht, während der Veranstaltung Ihre Fragen im Fragen-Tab zu notieren. Aufgrund von Bitrechten können wir dieses Event leider später nicht im Replay anschauen. Können Sie leider dieses Event nicht im Replay anschauen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Besuch. Und übergebe an dieser Stelle das Wort an unsere Gastgeberin, die Leiterin des Weißenhofsmuseums, Anja Krämer. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich hier im Weißenhofmuseum im Haus Le Corbusier in Stuttgart und freue mich sehr, dass das Museumspass-Live-Event heute hier bei uns stattfindet und dass Sie teilnehmen. Wir sind insgesamt sehr froh, dass wir Mitglied beim Museumspass sind und freuen uns auch immer über die vielen Besucher, die mit dem Museumspass zu uns kommen, auch gerade über viele Besucher aus Frankreich und der Schweiz. Das Weißenhofmuseum im Doppelhaus Le Corbusier, also dieses Haus, hat die Stadt 2002 gekauft. Und die Wüstenrot-Stiftung hat dann eine denkmalgerechte Sanierung durchgeführt. Seit 2006 ist dieses Haus als das einzige Haus der Weißenhofsiedlung als Museum der Öffentlichkeit geöffnet, betrieben. Also es gehört der Stadt Stuttgart und den Betrieb übernimmt der Verein Freunde der Weißenhofsiedlung e.V. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich als erstes einen kurzen Film als Überblick über das gesamte Haus. Und ich werde den Film dazu erläutern. Ich bin aber heute hier gar nicht allein. Sie sehen schon jemand neben mir. Wir sind aber zu sechst hier live im Le Corbusier Haus. Und wir sechs werden Ihnen dann im Anschluss an den Film mit einer Präsentation das Le Corbusier Haus von unten nach oben vorstellen. Jetzt bitte ich darum, dass der Film abgespielt wird. Ja, Sie sehen jetzt rechts das Doppelhaus von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, in dem sich das Weißenhofmuseum befindet und links daneben das Einfamilienhaus der beiden gleichen Architekten. Beide Häuser gehören zur weltbekannten Weißenhofsiedlung, die 1927 als eine Bauausstellung entstanden ist. Die Ausstellung wollte neue Ideen für das Wohnen zeigen. Es ging darum, kostengünstig und guten Wohnraum für alle Menschen zu planen. Es war in den 20er Jahren auch dringend notwendig. Dafür verwendete man neue Baumaterialien und neue Konstruktionen. Aber man arbeitete auch mit neuen Bauformen und suchte insgesamt nach neuen Wohnlösungen. Wir gehen jetzt auf die Eingangsplattform hoch und zum Eingang in das Museum. Und ich führe Sie zunächst in die linke Haushälfte. Dort befindet sich die Ausstellung über die Geschichte der Weißenhofsiedlung. Es ist alles sehr eng bei uns hier im Eingang, denn das Haus ist ursprünglich eben nicht als Museum, sondern als Wohnhaus für die Mittelschicht gebaut worden. Es gibt deshalb auch keine repräsentativen Räume im Eingangsbereich. Das, was Sie sehen, war der Flur für eine vierköpfige Familie.
Der Veranstalter der Ausstellung war der Deutsche Werkbund, ein sehr innovativer Verein für die damalige Zeit, der sich mit Gestaltungsfragen beschäftigte. Es hieß einmal vom Sofakissen bis zum Städtebau. Ja, und Sie sehen jetzt gleich als erstes Ausstellungsstück das Plakat für die Bauausstellung 1927. Das wurde gestaltet vom Stuttgarter Künstler Willi Baumeister und zeigt sehr deutlich den Anspruch, bei dieser Ausstellung alles neu und besser zu machen. Schluss mit dunklen, vollgestellten, überdekorierten Wohnungen. Ziel war das neue Wohnen oder das befreite Wohnen. In unserem Museum zeigen wir natürlich auch ein Modell der gesamten Siedlung. Sie sehen hier nochmal sehr schön die Gesamtwirkung dieser kubischen Flachdachbauten. Es waren insgesamt 33 Häuser. Sie sehen das größte Haus im Zentrum, das bildet den oberen Abschluss. Es stammt von dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe. Er war Vizepräsident des Deutschen Werkbundes, ein sehr wichtiger Vertreter der Avantgarde. Und er war der künstlerische Leiter der Weißenhof-Ausstellung. Zusammen mit einer Werkbundgruppe in Stuttgart hat er die anderen Architekten ausgewählt, aber auch das Gelände insgesamt städtebaulich entworfen. Eingeladen hat man nur Architekten der Avantgarde. Das Grundstück und das Geld für den Bau der 33 Häuser kam von der Stadt Stuttgart. Nach Ausstellungsende wurden die Häuser an Privatleute vermietet. Sie haben jetzt hier nochmal einen Blick über unsere Ausstellung, die einzelne Themen von der Bauzeit über Baumaterialien, die Architektenauswahl vertieft. Und natürlich haben wir auch nochmal eine Vitrine, wo alle 33 Häuser der Siedlung einzeln vorgestellt werden. Herausgezogen ist da jetzt schon zu sehen die Überblickstafel mit allen Architekten. Und Sie sehen jetzt hier die 17 Köpfe aller Architekten, die bauen durften. Sie kamen aus 5 europäischen Ländern, aus Holland, Österreich, Belgien, aus Frankreich, Paris und auch aus Deutschland. Zum Beispiel aus Berlin, wie eben Ludwig Mies van der Rohe. Und wichtig war natürlich auch, dass Walter Gropius, der Bauhausmeister, der Bauhausdirektor aus Dessau mit dabei war. Leider stehen nicht mehr alle Häuser. Sie sehen die schraffierten Bauten im Mittelfeld. Die sind in der Nachkriegszeit und im Krieg zerstört worden. Wir gehen jetzt noch hinauf ins zweite Obergeschoss. Dieser Raum ist Le Corbusier und Pierre Jeanneret gewidmet. An der Wand sehen Sie das Programm für die beiden Corbusier-Häuser in Stuttgart. 5 Punkte für eine neue Architektur. Auch das ein sehr weit bekannt gewordenes Programm von Le Corbusier. Und im gleichen Raum sehen Sie auch nochmal Schnitte, Modelle für die beiden Stuttgarter Häuser. Von hier aus geht es dann weiter auf die Dachterrasse. Für Le Corbusier war das ein wichtiger Raum, einer seiner 5 Punkte, toll in Szene gesetzt. Das Flachdach ermöglicht ja eben die Nutzung als Dachterrasse. Und so ist es nicht nur für das Corbusier-Haus wichtig gewesen, sondern auf fast allen Weißenhofhäusern gab es Dachterrassen. Jetzt sehen Sie noch eine kurze Fahrt durch das erste Obergeschoss der zweiten Doppelhaushälfte. Sie ist im Zustand 1927 wiederhergestellt. Für das Weißenhof-Museum war das eine einmalige Chance, dass wir ein Doppelhaus haben. So konnten wir Ausstellungen mit Tafeln und Bildern vom Originalhaus trennen. Und in dieser Haushälfte können eben auch heutige Besucher das Haus fast so sehen wie das damalige Besucher der Bauausstellung 1927 gesehen haben. Wir werden Ihnen genau diese originale Hälfte dann noch im Detail zusammen Raum für Raum präsentieren.
Hier haben Sie noch mal einen Blick durch das Badezimmer und jetzt sehen Sie die Küche. Das sind in allen weißen Hofhäusern sehr wichtige Räume gewesen, denn modernes Wohnen bedeutete eben auch moderne Haustechnik, zum Beispiel Kochen mit Gas, Baden mit warmem Wasser, Durchlauferhitzer. Ein Bad überhaupt war keine Selbstverständlichkeit 1927, aber alle Häuser der Weißenhofsiedlung, alle Wohnungen der Weißenhofsiedlung hatten solche Bäder. Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt erstmal einen ganz guten Überblick insgesamt über unser Haus geben konnte. Und wir werden jetzt eben die Räume einzeln von unten nach oben durchgucken. Deshalb würde ich um das Abspielen der Präsentation bitten. Vielen Dank. Ja, wir starten im Eingangsbereich für die rechte Haushälfte. Als die Wüstenrot-Stiftung das Doppelhaus sanierte, hat sie ein unterschiedliches Konzept für beide Haushälften gehabt. Links, wo die Ausstellung drin ist, sind viel mehr Veränderungen geblieben und diese Haushälfte wurde ja auch weiß gestrichen und modern eingerichtet. Hier die rechte Doppelhaushälfte, da war es das Ziel, soweit man das eben noch konnte, den originalen Zustand wiederherzustellen. Für die Eingangsplattform bedeutet das, dass eine schiefe Ebene wiederhergestellt wurde. Das Weitwinkelfoto zeigt es nicht ganz so gut, aber vielleicht erkennen Sie die Naht in der Diagonalen der Rundung. Von der Straßentreppe her steigt das Fußbodenniveau mit 13% Gefälle zu den beiden Eingangstreppen hin an. Und ursprünglich war dieser Boden nicht mit Platten belegt, sondern mit rotem Kies belegt. So, das ist quasi eine ganz langsame Annäherung entsprechend der Landschaft durch den Garten über eine Art Gartenweg zum Eingang rechts oder in den Abstellraum, in dem wir beide jetzt gerade sitzen, links dann hinaufführt. So, ich übergebe nun schon weiter an André Redlich, der neben mir sitzt. Er ist Gärtner des Weißenhofhauses. Er arbeitet bei uns auch als Aufsicht und er ist auch Vereinsmitglied bei den Freunden der Weißenhofsiedlung. So, hallo von mir auch. Ich begrüße Sie auch recht herzlich hier im ganz normalen Wohnraum. Das ist der Wohnraum, den Sie gerade sehen, mit den Schränken und den Betten und den Möbeln drin. Und transformabel bedeutet ja wandelbar. Tagsüber waren die Betten, wie Sie an den Schränken sehen, verstaut. Die Klappen waren unten und die Betten waren verschwunden. Man hatte einen großen Wohnraum gehabt, in diesem Fall, in dieser Doppelhaushälfte, für eine Familie mit einem Kind gedacht. Und so hat man nochmal eine andere Perspektive. Und wie Sie unten sehen, kann man die Schiebe, das Zimmer abends abteilen, indem man die Klappen wieder nach oben tut. Die Betten an den kleinen Bügeln kann man vielleicht erkennen. Man kann nur die Betten herausziehen, ganz einfach über den Linolboden gleiten lassen, da die Betten abgerundete Kufen hatten, so ähnlich wie ein Schlitten. Ja, konnte man die dann einfach rausziehen und als Doppelbett zusammenstellen. Und im hinteren Bereich, wo dieses bunte Bild ist von Willi Baumeister, war das Kinderzimmer. Und der Trick an der ganzen Geschichte ist eigentlich, man kann das komplett abtrennen. Also das können Sie auch mal live erleben, wenn Sie uns besuchen. Zeige ich Ihnen, wenn ich da bin, die Schiebewand. Die kann man ganz bis zum Fenster durchschieben. Und das ist der Vorteil von diesem U-Stahlträger. Man kann es tatsächlich bis zum Fenster durchschieben. Und die kleine rote Tür ist sogar noch zum Öffnen. Das ist dann auch fein, dass man mal eventuell nach dem Kind hätte gucken können, wenn man dann das Bedürfnis gehabt hätte oder umgedreht das Kind zu den Eltern möchte. Ja. So, diese Perspektive zeigt den Wohnraum und im hinteren Bereich diesen ganz schmalen Flur. Ja, das ist also
58 cm breit und 2,5 m hoch. Und das sind Originalmaße eines Schlafwagenflurs der französischen Schlafwagengesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Le Corbusier seine Inspiration für das Haus hergezogen hat, da er schon viel mit der Schlafwagengesellschaft unterwegs war und er es sehr praktisch gefunden hatte, einen Raum doppelt zu nutzen, weil das einfach Raumverschwendung für ihn war, tagsüber zu sitzen und abends zu schlafen. Das kann man auch in einem Raum machen, weil das dann abends der Wohnraum zum Schlafraum umgewandelt wird. Und wie gesagt, der hintere Flur, da kommt das Kind zum Beispiel raus und um praktisch nach vorne zu laufen, genau in Flucht ist die Toilette und rechts davon die Küche und das Bad. Das ist da praktisch, wenn es nachts auf die Toilette muss, der natürlich nicht immer durchs Elternschlafzimmer läuft. Das ist ja auch verständlich, nicht? Und man kann dann auch tatsächlich noch abbiegen, aber das kommt auch gleich. So, und jetzt ist das, was Sie hier sehen, ist hinter der Treppe, das ist der Essbereich. So, also quasi der Salonwagen, wo Le Corbusier dann immer gegessen hat. Übertragenen Sinne, dann das Speisezimmer der Hausherrin, wo dann das Ehepaar mit dem Kind gegessen hatte und das Zimmermädchen oder das Hausmädchen, das unten sein Reich hatte, oben die Räume wie in der Schlafwagengesellschaft für den Tages- oder Nachtzustand hergerichtet hatte. Und Sie sehen auch, die verschiedenen Farben waren für Le Corbusier auch sehr, sehr wichtig. Und hier in dem Essbereich sehen Sie dieses Aprikot-Terrakotta-farbene, nannte sich gebrannte Sienna, was natürlich ein sehr, sehr warmes Raumgefühl gibt, weil man da hat eigentlich von morgens bis in den Nachmittag rein schön Sonne. Und das ist natürlich auch schön. Also man konnte dann entweder am Tisch sitzen und dann in den Wohnraum schauen oder was für normal gewachsene Menschen, wie zum Beispiel mich und mit knapp 1,80, sehr bequem ist. Man konnte sich dann auf die Fensterbank drauflehnen. Auch sehr entspannt, muss man mal probiert haben, aber für die Besucher natürlich nicht. Also das ist ja klar. Und man hat auch, Sie haben vielleicht gesehen gehabt, die Wohnräume waren oben an der Sonne abgewandte Seite gelb gestrichen, um das Raumgefühl etwas freundlicher zu machen, wenn es etwas trist und dunkel ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite hat man diesen blauen Streifen gesehen über den Schränken, wo man versucht hat, den Himmel durch die Bandfenster in das Haus zu ziehen und den Raum optisch zu vergrößern. Genauso sieht man das nochmal. Und es ist eigentlich, das Spannende an der Geschichte ist, wir haben eine Raumhöhe von 2,95 und der Flur ist ja nur bei 2,5 Meter, deswegen hat man noch 90 cm Luft gehabt. Was natürlich für die Leute natürlich prickelnd war, die hier gewohnt haben. Die haben dann da auf ihre Kisten draufgeschmissen oder wie auch immer. Für Le Corbusier war das natürlich nicht erwünscht. Aber man hat dann, wie gesagt, den Himmel durch den Raum gezogen und hinten an der Wand enden lassen, sodass man das Gefühl hat, der Himmel fällt hinter das Haus. Ja, und das war natürlich für ihn natürlich optimal. Und deswegen hat man auch diese staubgrauen oder staubweißen Böden, in dem Fall Linoleumboden gehabt und auch die Decke weiß gestrichen, um dem Raum natürlich nochmal mehr Größe zu geben nach oben. Weil wenn man sich vorstellen würde, die Schränke und die braune Wand wären bis zur Decke gezogen, das wäre wie eine Schuhschachtel zum Leben. Das wäre nicht sehr schön gewesen. Und so hat man dann natürlich durch das Luftige und das Farbige nochmal ein ganz neues Wohngefühl geschaffen. Und auch die braune Wand hat... Viele Besucher sind etwas geschockt, weil man eine Wand braun anmalt oder gestaltet. Aber vom Kontrast zu diesem Blau ist es natürlich hervorragend. Und ich sage auch immer, wenn die Sonne durch die Fenster hereinscheinen würde und die Wand weiß ist, müsste man mit Sonnenbrille durch das Museum laufen. Und das will ja auch keiner. Aber Le Corbusier hat natürlich schon, war ja visionär, hat es schon bedacht, dass ich als Aussicht nicht mit Sonnenbrille reinsitzen möchte. Und hier sieht man auch ganz schön nochmal dieses Dunkelgrau, was Sie sehen, diese Abrundung, das ist das Treppenhaus. Das ist natürlich auch eine feine Sache, die wurde außen grau gestrichen. Also alles, was statisch ist, hat man
grau gestrichen, deswegen auch die Heizkörper, die Arbeitsplatte und so weiter in grau. Und die Innenseite des Treppenhauses, dieser ganze Schwung, wie Sie sehen, ist gelb. Also wieder dem Licht nach. Und die Idee war, dass die Besucher, die kamen in ein kleineres, niedriges, dunkleres Eingangsbereich, gingen die Treppe nach oben und an dem rechten Bild sehen Sie die kleine Tür geöffnet in den Wohnraum. Und das ist der repräsentative Wohnraum. Und so hat man einfach dafür gesorgt, dass die Besucher, die Gäste entlang der Wand laufen, geschwungen nach oben und werden automatisch in den Wohnraum gesteuert. So, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, nach rechts und links zu gucken, sondern sind gleich in den repräsentativen Wohnraum oder auch die Belle Etage der Bewohner geleitet worden. Ne? Und so war das eigentlich auch eine tolle Sache. Und jetzt übergebe ich an Gabriele Osterwold ins Mädchenzimmer, eine Nachbarin und auch ein Vereinsmitglied. Ja, erstmal vielen Dank. Das war ja ein toller Vortrag von euch beiden, obwohl ich das Museum so gut kenne und mich so freue, dass das natürlich bei uns hier in der Siedlung ist, war das dennoch wieder ein richtiges Erlebnis mit euch. Also auf jeden Fall vielen Dank. Und ich sitze nun im Mädchenzimmer mit Nina zusammen und freuen uns einfach, dass wir hier Nachbarinnen sind und Vereinsmitglieder. Und bei mir ist es so, dass eigentlich alle Nachbarn hier in der Siedlung wunderbare Menschen sind. Es sind jetzt wieder ganz viele junge Familien, man sieht wieder viele Kindlein springen und so weiter. Ist sehr schön. Aber ich habe ja noch einen ganz besonderen Lieblingsort hier in der Weißenhof-Siedlung. Und zwar, also ich bin ja Mitglied, Freunde der Weißenhof-Siedlung. Und da gibt es eine Weißenhof-Werkstatt im Haus Mies van der Rohe seit 1997. Und in dieser Weißenhof-Werkstatt ist es so, dass Ausstellungen und Ausstellungen, Vorträge, wir Mitglieder treffen uns dort zum Gespräch. Es sind einfach fantastische Angebote, die man hier wahrnehmen kann. Nun ist es so, dass eben jede Ausstellung, hier haben wir jetzt im Bild zum Beispiel Fritz Seitz mit dem Farbnetz, aber es gab zum Beispiel zwei junge Frauen, die, das muss ich jetzt ablesen, die haben ein Forschungsprojekt veranstaltet. What shall we can eat this time? Aus alten Kochbüchern von 1931 und 1936 von Erna Meyer, die für den Werkbund gekocht hat für die Ausstellung. Ja, also sehr, sehr aufregend und jetzt kann ich nur sagen, vielen Dank. Ich freue mich auf Ina. Nina. So, auch von mir einmal hallo und danke fürs Zuhören. Also ich bin Nina, ich bin jetzt erst 19 Jahre jung und man sieht mich oben auf den Fotos mit ungefähr 7 oder 8, 9 Jahren. Ich wohne hier in der Nähe. Ich bin schon mein ganzes Leben lang im Weißenhof-Museum immer wieder gewesen, weil mein Opa, wie man ihn auch oben im Bild sehen kann, ist hier lange, lange Zeit Aufsicht gewesen, hat hier immer wieder mitgeholfen bei Ausstellungen. Ich wohne hier sehr gerne, ich komme hier auch sehr gerne her, weil alle Menschen, die hier leben, in einem ganz netten Umgang miteinander sind. Und ich nur sagen kann, das hier zu leben ist eigentlich super schön, vor allem als Kind, man wächst hier toll auf. Und eben auch ins Weißenhof-Museum zu kommen, ist immer so wie so ein Stückchen noch mal mehr nach Hause zu kommen, in meinen Augen. Genau, und ich würde dann einmal weitergeben an den Friedemann Schwind. Ja, guten Tag. Ich möchte nun auf Le Corbusier.
Ich glaube, wir haben ein ganz kleines Problem. Ich bitte Sie einfach um Geduld. Der Herr Gschwind ist aus Versehen von der Bühne verschwunden. Wir müssen einfach gucken. Sie sind schon wieder da. Okay, also. Dann nochmal einfach von Anfang guten Tag, auch von meiner Seite. Und ich möchte jetzt auf Le Corbusier zu sprechen kommen, der ja eine besondere Rolle in der Architektur des 20. Jahrhunderts einnimmt. Und wir sehen in dem Bild oben rechts nochmal die Hausgruppe, die Le Corbusier in der Weißenhof-Siedlung entworfen hat. Wir hatten sie vorher auch im Film gesehen. Rechts das Doppelhaus mit dem Museum und links das Einfamilienhaus, das privat genutzt wird. Die Tatsache, dass Le Corbusier gleich zwei Häuser in der Weißenhof-Siedlung bauen durfte, zeigt die besondere Wertschätzung, die er schon damals in der Avantgarde genossen hat. Und Ludwig Mies van der Rohe hatte alles daran gesetzt, Le Corbusier zur Mitwirkung in Stuttgart zu gewinnen. Und seit 2016 gehört diese Hausgruppe zum Welterbe der UNESCO. Diese besondere Auszeichnung wurde verliehen, weil die Häuser als ikonische Beispiele moderner Wohnformen gelten und auch in großer Stückzahl gebaut werden können. Das Thema Wohnungsnot war ja schon vor 100 Jahren ein sehr aktuelles. Die Häuser weisen innovative, aber auch ganz unterschiedliche Raumkonzepte auf und in ihrer kubistischen Ästhetik und ihrer konstruktiven Standardisierung, es sind ja Skelettbauten, leisten sie darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für die Architektursprache der Moderne. Das Doppelhaus mit seinen transformablen Wandelementen und den Bettschränken hat ja André vorher schon vorgestellt. Im linken Bild sieht man nun das Einfamilienhaus. Le Corbusier hat es als sogenannten Citroën-Typ entworfen. Ein Gebäudetyp, mit dem sich er schon seit Anfang der 1920er Jahre sehr intensiv beschäftigte und den er in der Weißenhof-Siedlung in seiner klarsten Form dann auch realisieren konnte. Ein ganz wesentliches Merkmal dieses Citroën-Typs ist ein großer zweigeschossiger Wohnraum und das erkennt man im Bild an den großen Fenstern der Südwestfassade. Im Museum werden die Besonderheiten dieser beiden Häuser mit zwei Reliefs verdeutlicht. Rechts ist der ursprüngliche Grundriss des Doppelhauses dargestellt und wie wir schon gesehen haben, konnten die Räume im Verlauf von Tag und Nacht unterschiedlich genutzt werden. Heute wird ja viel über Tiny Houses geredet und ich denke, dass Le Corbusier schon 1927 viel von diesem Gedanken vorweggenommen hat. Links sieht man nun einen Schnitt durch den Citroën-Typ. Es ist ein ganz einfacher kubischer Baukörper, aber im Innern entfaltet sich ein sehr differenziertes Raumgefüge. Die fünf Punkte zu einer neuen Architektur, also die architektonischen Grundsätze, die Le Corbusier formuliert hat, sind schon im Film aufgetaucht. Was interessant ist, ist, dass diese Grundsätze anlässlich der Weißenhof-Siedlung 1927 erstmals schriftlich in einem Buch formuliert wurden. Die Häuser in Stuttgart sind Teil einer weltumspannenden Welterbestätte, die dem Gesamtwerk von Le Corbusier gewidmet ist. Es gehören insgesamt 17 Bauten und auch Bauensembles wie in Stuttgart dazu, die zwischen 1924 und 1965 in 7 Ländern verteilt auf der ganzen Welt realisiert wurden.
Diese Bauten machen deutlich, welchen herausragenden Beitrag Le Corbusier für die moderne Architektur geleistet hat. Und gleichzeitig zeigen sie natürlich auch den großen und weltweiten Einfluss seiner Gedanken und Entwurfsideen. Zu diesem Welterbe gehören ganz unterschiedliche Gebäudearten. Es sind Wohnbauten unterschiedlichen Typs. Natürlich sind die Parlaments- und Regierungsbauten in Chandigarh dabei und vor allen Dingen auch die ikonischen sakralen Bauten von Le Corbusier in Rochon und La Tourette. Ich kann jetzt hier leider im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Das wäre eine ganze Welt Corbusier'scher Entwurfsideen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass viele dieser Gebäude öffentlich zugänglich sind und einige auch als Museen eingerichtet sind, also richtigen Besucherverkehr empfangen können. Nächste. Beide Häuser von Le Corbusier in Stuttgart wurden auch deshalb in das Welterbe aufgenommen, weil sie weltweit bekannt geworden sind. Hier sieht man eine Postkarte von 1927 und ganz links das Doppelhaus in exponierter Lage. Also diese Bekanntheit, die rührt daher, dass die Weißenhof-Siedlung 1927 ein großes internationales Echo auslöste. Es gab eine 500.000 Besucher und viele Berichte im In- und Ausland. Und als eines der wichtigsten Manifeste des neuen Bauens wurde diese Siedlung deshalb 2019 auch mit dem europäischen Kulturerbesiegel ausgezeichnet. Dieses Siegel verbindet die Weißenhof-Siedlung mit Mustersiedlungen anderer europäischer Werkbünde. Die sind zwischen 1927 und 1932 entstanden und das sind Zeugnisse dafür, wie sich die moderne Architektur als europäische Kulturbewegung in Mitteleuropa verbreitet hat. Soweit mal in aller Kürze und ich gebe nun das Wort weiter an Tobias Bednarz. Er ist Vereinsmitglied und macht Führungen im Museum und in der Siedlung. Ja, vielen Dank, Friedemann. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich darf Sie jetzt noch ein Stockwerk mit nach oben nehmen, ins zweite Stockwerk, das Dachgeschoss, und präsentiere Ihnen jetzt hier zwei Fotos der dort ansässigen Bibliothek oder eines Arbeitsbereiches. Also wir sind jetzt ein Stockwerk über dem Frühstücksraum, den Ihnen mein Kollege vorhin schon vorgestellt hat. Sie sehen hier auch wieder dieses prägnante Farbkonzept von Le Corbusier ganz durch. Dacht. Auch hier sehen Sie die Öffnung des Treppenhauses mit dieser Brüstung hin, nur abgetrennt nach hinten zu diesem relativ kleinen Raum, der aber eben überhaupt nicht klein wirkt. Sie sehen die großen Fensterelemente, von denen von Süden wunderbar Licht in den Raum fällt. Die warme Farbwirkung wurde schon angesprochen von diesem Abdeko-Roseton. Gelb, wir haben Braun, also eine warme Farbwirkung. Sie sehen hier auf dem oberen Foto auch einen Kamin. Also es ist eine gewisse Gemütlichkeit. Und auch wenn die Räume unten stark auf rationale, funktionale Konzepte ausgelegt sind, sieht man an gerade so einem Raum hier wunderbar, dass Le Corbusier auch die Ruhe, einen meditativen Moment seinen Bewohnern ermöglichen möchte. Wenn das im Grundriss als Bibliothek bezeichnet wird, merken wir vielleicht auch schon, das ist nach einer Formulierung Le Corbusiers für die gebildete Mittelschicht ein Gebäude. Also er hat nicht ganz die einfache Arbeiterklasse, wie vielleicht andere Architekten, die in der Siedlung gebaut haben, im Blick. Wir haben es auch an den Dienstmädchen gemerkt. Also das ist die gehobenere, gebildete Mittelschicht, die hier angesprochen werden soll. Ich gehe vielleicht noch kurz auf die Möblierung ein, die hier recht reduziert präsentiert wird. Sie erkennen vielleicht diese berühmten Buchholzmöbel von Tonet, also kein Möbelentwurf von Le Corbusier, der hier oben präsentiert wird, sondern ein Produkt, das schon auf dem Markt etabliert ist. Ganz spannend auch der Tisch, den Sie da in der Mitte sehen, aus hat so einen Fuß oder
einen unteren Bereich aus Stahlrohren, auf den dann eine einfache schwarze Sperrholzplatte gelegt wird. Also es sind sehr, sehr leichte, mobile Möbel, kann man in dem Fall wirklich sagen, die dann auch einfach in den Außenraum getragen werden können. Und Sie erkennen es auf dem oberen Bild vielleicht schlecht, aber es gibt direkt von diesem oberen Stockwerk einen Zugang zur bereits angesprochenen Dachterrasse. Und dieser Dachgarten ist eben einer der 5 Punkte, die Le Corbusier ganz berühmt 1927 dann auch schriftlich publiziert. Und er präsentiert eben im Grunde das zweite Stockwerk als Außenfläche, als Zimmer unter freiem Himmel. Sie sehen auch hier ist natürlich die architektonische Gestaltung, die diesen Garten bestimmt. Sie sehen Beton, Pflanztröge, in denen eben nicht das Gemüse angebaut werden soll, sondern da sollen Sträucher wachsen. Le Corbusier sieht hier bis zu 5 Meter oder 4 Meter hohe Bäume vor. Also das ist natürlich statisch utopisch oder sehr ambitioniert. Aber ich glaube, da merkt man wunderbar, wie wichtig Le Corbusier es ist, hier die Natur, den Garten auf das Dach zu setzen. Und natürlich ist das Flachdach, wenn Sie sich mit den neuen Bauen auskennen, programmatisch für diesen Stil des Bauens, des neuen Bauens. Eben alle Häuser in der Siedlung sind mit einem Flachdach versehen. Man findet hier kein klassisches Satteldach. Und Le Corbusier setzt jetzt eben hier auf dieses flache Dach den Garten. Und es ist natürlich heute auch wieder ein wunderbar zeitgenössischer Gedanke zu sagen, der Mensch verdrängt schon genug Natur. Setzen wir doch die Natur, die wir mit unseren Gebäuden verdrängen, einfach obendrauf. Und das macht er hier mit diesen Dachgärten. Und jetzt können Sie vielleicht kommen und sagen, ja, ist das nicht vergeudeter Wohnraum? Ist es nicht, denn es ist Wohnraum und Le Corbusier formuliert das auch wirklich so, dass das für ihn ein Wohnraum ist. Also der Dach wird bewohnbar, indem da eben dieser Garten angelegt ist. Sie sehen dieses Flugdach im Vordergrund, das wurde bereits von Anja Krämer angesprochen. Also auch wenn die Sonne im Sommer hier hoch steht, hat man da den schattigen Unterschlupf. Wenn es leicht regnet, kann man sich draußen aufhalten. Das passt natürlich auch zu den Gedanken der Zeit, eben nicht nur frische Luft, frisches, helles Licht in den Wohnraum bringen, sondern sich auch viel an der frischen Luft aufhalten. Und das kann man eben hier in diesem Haus tun. Und das gehört natürlich auch zum Wohlbefinden der Menschen. Wir alle halten uns gerne an der frischen Luft auf in diesen schönen Gärten. Sie können sich denken, wenn hier im Sommer Lavendel blüht, Salbei, ist das wirklich ein Wohlfühlort. Und das hat natürlich eine große Lebensqualität, die damit einhergeht. Ich darf Sie noch so ein bisschen darauf hinweisen, es geht natürlich in solchen Fotografien hier auch sehr stark unter. Sie sind herzlich eingeladen, schauen Sie sich das einfach vor Ort bei uns an. Man muss dieses Haus sinnlich selbst hier erleben. Und man hat auf dieser Dachterrasse eben diesen wunderbar gerahmten Blick. Also das ist das Foto oben links, das Sie sehen, mit dem Flugdach, den Pfosten und dieser Brüstung oder der Balustrade hat man eben hier wirklich eine Rahmung des Blicks in die Landschaft über einem Gemälde, der wirklich Le Corbusier wohl am Herzen liegen muss, wenn er dieses Flugdach hier so in den Vordergrund setzt. Und von diesem fantastischen Ausblick hat man eben hier eine Sicht über ganz Stuttgart. Und mit dieser Sicht würde ich gerne mit Ihnen noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft werfen. Die Weißenhofsiedlung feiert in 5 Jahren 100 Jahre Geburtstag im Grunde. Das 100-jährige Jubiläum der Siedlung ist dann auch Anlass der IBA 27, der internationalen Bauausstellung, die in genau diesem Jahr, dem 100-jährigen Bestehen der Siedlung, ihr Präsentationsjahr in Stuttgart hat. Also 2027 werden hier dann aktuelle Projekte präsentiert. Und daran merken wir auch an Institutionen oder Überlegungen, wie sie die IBA anstellt, dass diese Gedanken, die hier vor 100 Jahren formuliert sind, zu reflektieren, was zeichnet unsere aktuelle Wohnsituation aus, wo sind die Defizite, was muss sich verändern, um der Bevölkerung einfach deren Bedürfnissen zu entsprechen, was sind die Vorschläge, wie man in der Zukunft wohnen kann, all das wurde vor 100 Jahren in der Siedlung getan und das macht die IBA 27 dann jetzt erneut, also von daher steht die Weißenhofsiedlung ganz am Anfang einer solchen Tradition. Sie wird aber auch bei der IBA eine ganz zentrale Rolle spielen. Es wird nämlich dort auch von der Stadt Stuttgart im Rahmen der IBA Überlegungen geben, neue Strategien zur Aufwertung der Siedlung zu finden, zum Aufwertung der Außenräume, der Umgebung der Siedlung, der Auffindbarkeit dieses wichtigen Monuments der Architektur der Moderne. Sie hatten vorhin schon gehört,
Das Haus Le Corbusier ist zu besichtigen. Alle anderen Häuser sind noch in der Tradition, bewohnt zu sein. Also wir haben Bewohner in der Siedlung. Das ist sehr komplex, eben dieses Museale mit der Bewohnerschaft in einen harmonischen Einklang zu bringen. Auch da wird an neuen Strategien gearbeitet. Und ganz zentral, wir erwarten natürlich eine Vielzahl an BesucherInnen, gerade in diesem Jahr 27. Die IBA rechnet mit mindestens 500.000 BesucherInnen, die hier nach Stuttgart kommen werden. Und die werden sicherlich zum Großteil auch unsere Siedlung, das Museum besuchen. Und wir bekommen für diesen Zweck ein neues Empfangsgebäude im Rahmen der IBA gebaut, um die BesucherInnen, vielleicht dann auch sie bald empfangen zu können, adäquat empfangen zu können. Es lohnt sich also wirklich, hier in Zukunft mal vorbeizuschauen. Das ist einfach ein kleiner Blick in die Zukunft. Und ja, die ersten Entwürfe eines Ideenwettbewerbs zu diesem Empfangsgebäude erwarten uns schon im Sommer. Genau, also wir können gespannt in die Zukunft blicken. Und ich bedanke mich dann einfach im Namen aller Sprecher jetzt schon einmal und wir beantworten natürlich gerne Ihre Fragen. Herzlichen Dank für die tolle Präsentation. Nun würde ich in eine kleine Frage- und Antwortrunde eingehen. Es kamen einige Fragen aus dem Publikum, nämlich die erste Frage wäre, ob Sie wissen, ob der Heizkörper ursprünglich ist, und wie die Häuser dann geheizt gewesen sind. Ja, also die Heizkörper sind nicht mehr ursprünglich. Das Haus ist in den 80er Jahren saniert worden, aber sie entsprechen sehr nah oder sind sehr nah an den ursprünglichen Heizkörpern. Die Heizung war tatsächlich auch für alle Waisenhofhäuser sehr wichtig. Alle Häuser hatten Zentralheizung, meistens mit Kohle oder Gas betrieben. Aber es gab auch ein Haus des Österreichers Josef Frank zum Beispiel, ein Doppelhaus, wo die eine Haushälfte mit Elektroenergie beheizt wurde und die andere Haushälfte mit Gasenergie. Und es waren explizit Experimente, um neue Energieformen auszutesten. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage wäre, ob Sie, ob die Lampen damals auch ohne Schirm gewesen sind. Ja, die Lampen waren tatsächlich ursprünglich so. Es gibt überlieferte Fotos im Faksimile vom Ausstellungskatalog. Da hat man diese Stablampe gehabt mit der Fassung und der Birne. Hat den Hintergrund, dass wenn man einen Lampenschirm angebracht hätte, hätte man ja nur wie so einen Spot auf dem Boden oder den Tisch beleuchten können. Und so hat man dann doch die Möglichkeit, trotz der Stablampe ohne Schirm den Raum besser zu beleuchten, also originalgetreu so übernommen. Vielleicht darf ich ergänzen, es entspricht einfach auch dem modernen Denken, die Funktion in eine gute Form zu überführen und keinen Schnickschnack drumherum zu machen. Also das ist Funktionalismus und gute Form im Sinne des Werkhauses, Werkbunds pur. Ja. Danke. Eine weitere Frage war bezüglich der Wohnfläche. Also wie sieht es dann im Haus Le Corbusier aus? Wie groß ist die? Vielleicht kann ich das beantworten. Genau, also wir haben ja zwei Haushälften, eine größere, eine kleinere. Das ist auch so ein bisschen natürlich jetzt untergegangen, der Zeit geschulden. Also Le Corbusier rechnet einen Pfostenabstand pro Familienmitglied und ein Haus hat eben einen Pfostenabstand mehr. Das heißt einmal eine vierköpfige Familie, die auf 130 Quadratmeter, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, circa lebt. Und die andere Haushälfte sind etwas über 110 Quadratmeter, dann eben mit einem Kind weniger gedacht. Darf ich da auch noch mal ergänzen? Entschuldigung. Wenn man praktisch die Wohnung, die sich nur im Obergeschoss befindet, rechnet, könnte man im Grunde sagen, die kleinere Haushälfte hatte 65 Quadratmeter für die Wohnräume und die größere 75, ganz grob gerechnet. Und da ist eben auch noch mal dieser transformable Wohnraum sehr wichtig.
auf dieser geringen Quadratmeterzahl schafft es Le Corbusier durch diese Umbaubarkeit des Hauses ein großes Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen. Sie müssen sich vorstellen, Sie hätten stattdessen auf 65 Quadratmeter zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und ein Bad und eine Küche untergebracht. Das wären riesige, winzige Wohnräume. Und so schafft er eben das, trotz minimierter Fläche großzügiges Leben zu ermöglichen. Und eben die großzügige Fläche, die dazukommt über den Dachgarten. Dann kommt man eben auf diese wesentlich größere Zahl an Quadratmetern. Und das sollte eben auch wirklich gelebt werden, dieser Raum. Ja. Danke. Also es war auch die Frage, ob dann Kellerräume vorgesehen waren. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ja, also wenn niemand sonst antworten möchte. Der Keller ist ganz klein. Das gilt auch wieder für alle Waisenhofhäuser, weil man wollte eben Baukosten sparen und dadurch Aushub und Fundamente minimieren. Und die Keller im Corbusier-Haus waren nur für die Zentralheizung gedacht, also nur der Heizbrenner und Kohlelager. Wir wissen nicht ganz genau, ob die Kellerräume 1927 tatsächlich schon ausgeführt waren. Es war eine extrem kurze Bauzeit gewesen. Aber sie sind nachgerüstet worden und sie sind auch nachträglich erweitert worden, weil die Leute doch mehr Keller brauchten, als die modernen Architekten sich das so gedacht hatten. Okay, vielen Dank. Die letzte Frage, vielleicht die wichtigere Frage, die mehrmals vorgekommen ist, ist, also welche fünf stilistischen Prinzipien oder welche fünf Punkte prägen den architektonischen Stil Le Corbusiers? Vielleicht ja eine kurze Erinnerung daran. Friedemann, magst du antworten oder soll ich? Ja, ich kann das mal versuchen. Es sind ja schon mehrfach die fünf Punkte angesprochen worden, die natürlich jetzt mal zunächst für Le Corbusier gelten, aber natürlich eigentlich auch die Architektur des neuen Bauens charakterisieren. Und Le Corbusier hat seine Gestaltungsprinzipien sehr stark aus dem Skelettbau heraus formuliert. Eine dieser fünf Punkte war, dass es die Pfosten, also wir würden heute sagen die Stützen, gibt, also ein Stützenraster. Und dadurch besteht dann die Möglichkeit, den Grundriss frei zu entwickeln, weil es keine tragenden Wände gibt, die Fassade in ihrer Gestaltung frei zu entwickeln, weil es eben auch keine tragenden Wände gibt. Die Fenster kann man in die Länge ziehen, also als bandartige Fenster ausgestalten, um eine möglichst gleichmäßige Belichtung der Räume zu erreichen. Und dann eben die Dachterrasse, die ja vom gerade schon sehr ausführlich in ihrer Bedeutung dargestellt wurde. Und ich glaube, das ist schon auch etwas sehr Modernes. Die Theorie war, wenn ein Gebäude einen Teil der Erde bedeckt, dann soll man das den Menschen wieder zurückgeben, dadurch, dass das Dach benutzbar ist. Ich glaube, wir haben einige Fragen beantwortet. Leider können wir nicht alle aus Zeitgründen jetzt beantworten. Aber ich übergebe kurz das Wort an Frau Krämer vielleicht zur Verabschiedung und dann würde ich mich auch verabschieden. Ja, es bleibt mir eigentlich nur den anderen fünf, die mit mir hier im Corbusier-Haus waren und den Rundgang gemacht haben, ganz herzlich zu danken. Aber natürlich auch Ihnen allen, die Sie an Ihren Bildschirmen teilgenommen haben. Ich habe mal kurz im Chat gesehen, bei den Fragen aus ganz vielen Städten Deutschlands waren Leute dabei. Das freut mich sehr. Ich hoffe, es war informativ für Sie und es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Und ja, es ist schon mehrmals gesagt worden,
Wenn es Ihnen gut gefallen hat oder wenn es Sie noch weiter interessiert, dann wäre es natürlich schön, Sie planen einen Besuch in Stuttgart. Und ja, vielleicht treffen Sie einen von uns sechs vor Ort und wir zeigen Ihnen dann gerne live auch nochmal das Haus und beantworten alle möglichen Detailfragen auch sehr gerne. Herzlichen Dank auch an den Museumspass natürlich für die Möglichkeit, unser Haus hier vorzustellen. Ja, und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. 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 Also, ich hoffe, Sie haben den Besuch genossen. Ich möchte, wir möchten dem ganzen Team des Weißen Hofs Museum auch wiederum herzlich danken für die tolle Präsentation. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie durch diese Präsentation Lust bekommen haben, nach Stuttgart zu fahren und die Siedlung anzuschauen. Wie zu Anfang bereits angetönt, finden noch weitere Online-Events im April statt. Für Informationen dazu werden wir Sie immer über Newsletter auf dem Laufenden halten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ich will den Stream empfangen.